Bonjour, ich habe mir hier gerade noch ein Croissant und ein Crepe geholt. Ich bin nicht immer noch in Frankreich und bin schon total aufgeregt, denn ich fahre jetzt nach Tyros zur Motocross-Strecke und da treffe ich auf meinen alten Freestyle-Motocross-Kumpel Charles Pagès, der das Ding gekauft hat. Also, ich nehme euch mal mit, wir schauen uns das mal an. Ciao! How is it possible to switch to Enduro to Freestyle? Hat es am Fahrer oder an der Strecke gelegen? Auf jeden Fall an der Strecke, wie immer. Okay, also ihr könnt wiederkommen, bald gibt es hier auch Baguette. Finally working, eh? A real job. Finally, I'm the boss of something. So, die werden wir gleich mal ausprobieren. Sieht auf den ersten Blick, wir haben noch gar nicht viel geguckt, der Chris und ich. Aber sieht frisch gewässert aus. Dreimal in der Woche wird hier die Strecke frisch gemacht. Gestern war die Strecke zu, wurde also frisch gemacht. Genau das Richtige für unsere Kondi. Jo, also das ist die Strecke, sieht ganz gut aus. Charlie hat hier über ein Jahr dran gearbeitet, die komplett neu gebaut. Ist direkt neben der Autobahn, also wer schon öfter mal in Südfrankreich war, ist hier bestimmt schon mal vorbeigefahren. Problem ist, die Autobahn wurde von zwei auf dreispurig ausgebreitet, deswegen da, wo hier vor über 10 Jahren noch ein Pumpit stand, ist die neue Autobahn 40 Meter Breite, wurde hier von der Strecke weggenommen. Ja, aber das ist eine völlig neue Strecke, Motocross-Strecke. Eine große Freestyle-Landung ist da und Chris und ich ziehen uns jetzt mal um, oder? Auf excited? Jeden Fall, ey. Sehr. Oh. Das sind die Spielzeuge. Full Enduro-Style. Sorry, ich bin im Urlaub, ich hab nichts anderes. Du, was ist deine Ausrede? Ich mach die Lampenmaske ab, da merkt keiner. Beauty-Spiegel dabei. Und wie in Deutschland natürlich auch hier in Frankreich Tankmattenpflicht im Fahrerlager. Ein paar gute Bahnschienen dabei, ne? Jetzt ja. Schon. Ja.
Aber es ist schön, dass es eine Hartbodenstrecke ist, weil eigentlich hast du ja eine Strecke hier im Sandboden. Ja. You're right, good, man. Thank you very much. Not bad for an old guy. The fireman asked me what you do some race we used to race on Euro. But I told them you've been a champion of Germany. Yeah. You did really? No, not a win. I was the second in the German championship. Which is good. Time. Yeah. And fifth in the German motocross championship. Okay. But that was really like 95, 96, 97. Okay. But how is it possible to switch to handy road to freestyle? I won my first freestyle contest as an enduro rider. Oh. On a borrowed 125. And how's the dirt? Good, it's slippery in some parts. But here it looks good. Yeah, this is fun to jump, go inside, jump far, and then more. You're right, good. Yeah. It's good to see you. Good job with the track. Thank you, man. Ja, also erster Eindruck ist ganz nett, noch ein bisschen rutschig, mit weichem Enduro-Moves auch nicht ganz so einfach, hier hart zu beschleunigen, aber macht Spaß. Sprünge in allen Größen dabei. Boden ist auch eine Mischung, du hast harte Stellen, hast eher auch mal so Mutterboden, so Waldboden, dunkleren. Alles ganz gut und ja, Arme werden lang bei mir, aber ich bin auch nicht fit. Und ich stelle jetzt mal gleich mal ein bisschen was am Fahrwerk rum, mache die noch ein bisschen fester, ist halt noch das Original Gasgas Enduro Fahrwerk. Hatte ich neulich im Wald schon 3 Klicks härter gestellt, aber ist noch weit weg vom guten Setup für eine Motocross-Strecke. Also, ein bisschen Pause machen, dann geht's weiter. Immer ganz wichtig, die Fahrwerkssettings aufzuschreiben. Ich mache das in meinem Telefon. Dann habe ich eigentlich immer bei mir, habe da zu jedem Motorrad was. Da trage ich dann auch ein, so wann ich Ölwechsel gemacht habe und so. Und ja, kann ich eben nur empfehlen. Und ja, Druckstufe, Zugstufe, Gabeldurchsatz auch. Also wie viel die Gabel durchsteht, das sind so die Sachen, die ich aufschreibe. Chris, dein Eindruck von der Strecke? Ja, cool. Also macht auf jeden Fall mega Spaß. Ist gerade ein bisschen rutschig, aber ich glaube, das gibt sich noch. Ne? Ja. Hat es am Fahrer oder an der Strecke gelegen? Auf jeden Fall an der Strecke, wie immer. Ist das doch. Also wir machen Pause noch ein bisschen und dann geht's weiter. Mass of Disaster. Bisschen Playstation spielen jetzt. Genau. Real Life Playstation. Der Chris muss übrigens Drohne fliegen. Weil ich habe meine neulich in den Baum geflogen. Die ist gerade kaputt. Und noch alle 4 Propeller dran. Ich bin begeistert. Nicht so wie bei mir sonst immer. Ein Freestyle-Setup gibt hier natürlich auch noch 2 Rampen, eine wirklich auf Anfängerdistanz, die andere auf einer großen Distanz, ich sag mal die normalen 20, 21 Meter, aber ein massiver Table hier. Und der Charles hat mir vorhin gesagt, eventuell gibt es auch mal so Freestyle-Trainings oder Sprungtrainings. Und dafür ist es auch ein perfektes Setup. Und wenn der Tom Pajas ab und zu hier ist, dann geht er mit seinem Bruder natürlich auch nochmal rocken. Oh. S'il vous plaît. Charles, what do you think? Can I come back or did I suck too much?
weiß ja nicht, ob ich wiederkommen darf. You welcome as you want. It was a real privilege for us, for me, to have you there. The mythic place of freestyle motocross, which is now a motocross place. Yeah. And you will come back. Thank you very much. And now I get something of the food, some lunch. Where's the cafe here? The baguette. Baguette. You have, not yet, but it's gonna be perfect in a few times. Okay, also ihr könnt wiederkommen, bald gibt's ja auch Baguette. So, liebe Leute, das war es jetzt hier von der MC Academy du Toros, der Motocross-Strecke in St. Vincent du Toros. Das Ganze liegt in Südfrankreich an der Atlantikküste, also so Biarritz, die Ecke, ein bisschen nördlich von Biarritz, eine halbe Stunde ungefähr. Und Hossegor ist hier auch in der Nähe, der Surfhotspot. Dort kann man sich super mit Klamotten eindecken, so aus der Surfindustrie, Rip Curl und Co. Gibt es hier ganz viele Outlet-Stores und Butt Racing ist da auch, ja, platziert. Also die französischen geilen Motocross- und Enduro-Zubehörteile könnt ihr euch da auch anschauen. Alles hier in der Ecke. Und ja, mir hat es hier super gefallen, habe am Ende noch mal ein paar gute Lines gefunden, ein bisschen Flow durch die Wellen mitgenommen, ein paar Whips raushauen können und ja, jetzt weiß ich aber auch, was ich gemacht habe auf der Enduro, auf der Motocross-Strecke. Habe ein bisschen am Fahrwerk umgestellt, es wurde besser, aber es ist halt einfach zu weich zum schnell Motocross fahren. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Infos zu der Strecke hier findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das natürlich auch in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder an gleicher Stelle. Tschüss! Woohoo!